Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Also, ein Feuerlöscher hab ich. Ein Erste-Hilfe-Kasten ist da. Ein abgekauter alter Stock, hey, der steht nicht auf meiner Liste. Oh, das ist deiner, Butler. Und du willst wohl, dass ich ihn für dich werfe, was? Na gut, Kumpel, hol ihn. Also, wo war ich gerade? Ja, eine Maske, okay. Zwei Seile. Ah, dieser Stock ist wie ein Boomerang. Immer wenn ich ihn werfe, kommt er zu mir zurück. Ah. Okay, Mandy, du fährst zuerst. Aber wieso muss denn immer ich als Erste fahren, Norman? Was soll das denn heißen? Du traust dich wohl nicht, was, Mandy? Na und ob? Es sieht eben nur ein bisschen gefährlich aus. Jetzt komm schon, Mandy. Ich dachte, du wärst eine richtig coole Skaterin. Bin ich auch. Na dann mal los. Beweise es. Dir muss ich gar nichts beweisen, Norman Price. Leuchtraketen. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Ach, so werde ich jedoch nie fertig. Hallo? Ja, Butler geht's bestens, Gwendolyn. Hatte gar nicht gedacht, dass der Junge einem so viel Arbeit macht. Ständig muss ich Stöckchen werfen. Nein, alles klar. Bis nachher. Gut, ich war bei den Leuchtraketen stehen geblieben. 1, 2, 3, 4. 4? Da fehlt eine Leuchtrakete. Mit einem Toaster muss man sehr vorsichtig umgehen. Dad? Was denn? Wenn man eine Sache auf keinen Fall tun will, die aber alle anderen ganz toll finden, heißt das dann, man ist nicht cool? Mandy, um cool zu sein, musst du nicht das tun, was andere dir sagen, sondern du musst das tun, was du für das Richtige hältst. Also, wer ist der coolste Daddy auf der ganzen Welt? Au! Kommst du raus zum Spielen, Mandy? Wieso? Damit du mich dann wieder ärgerst? Oh, verstehst du denn gar keinen Spaß? Jetzt komm schon. Geh nur raus und spiel mit Norman, Mandy. Oh! 1, 2, 3, 4. Wo ist nur die fünfte geblieben? Ich bin mir sicher, dass sie eben noch hier lag. Hey Tom, bereit für die Kletterübung? Was? Tja, es gibt da ein kleines Problem. Eine der Leuchtraketen ist weg. Was? Soll ich dir beim Suchen helfen? Nein, sie muss hier ja irgendwo sein. Geh du nur schon vor und wir treffen uns dann bei den Klippen. Soll ich dir wirklich nicht helfen? Nein, wirklich nicht, Penny. Dann bis nachher, Tom. Ja, bis nachher. Okay, jetzt verstecke ich mich. Mach die Augen zu und zähl bis 100. 1, 2, 12. Hey, nicht schummeln. Zähl richtig. 19, 27, 34, 52, oh, was 57, ist das? 69, 76, 99, 100. Gefunden. Du hast dich ja gar nicht versteckt, Mandy. Norman, sieh dir das an. Eine Leuchtrakete. Wow. Diese Dinger sind echt toll. Wenn man sich verlaufen hat oder so, dann zündet man sie an und sie steigen ganz hoch in den Himmel auf. Und dann kommt jemand und du wirst gerettet. Wo hast du die denn gefunden? Sie lag da, da im Gras. Cool. Zünden wir sie an. Was? Hurra! Wir machen unser eigenes Feuerwerk, Mandy. Also ob das so eine gute Idee ist? Nein, das ist eine tolle Idee, ja. Vielleicht. Sollten wir sie Feuerwehrmann Sam geben? Och, jetzt sei doch keine Spielverderberin. Komm mit, ich weiß einen Ort, wo wir sie loslassen können. Ach, dieser Tom, wo steckt er denn nur bloß? Na, dann fange ich eben ohne ihn an. Er wird ja sicher jeden Moment hier sein. Hier, das ist doch wohl ein toller Ort, um sie anzuzünden, oder? Immerhin ist hier kein Mensch in der Nähe. Nur ich?
Du und die Rakete. Bist du auch sicher, dass das nicht gefährlich ist? Mandy, du klingst schon genau wie meine Mom. Wie soll denn etwas gefährlich sein, womit man sonst Menschen rettet? Hm, da hast du recht. Mhm. Was? Oh nein, das Seil hat sich verfangen. Oh Mann, ich hänge fest. Ganz ruhig, Penny. Ich werde einfach Tom anrufen. Ja, genau. Ach, das war dumm. Sieht so aus, als müsste ich noch etwas lauter rufen. Hilfe! Hilfe! Kann mich irgendjemand hören? Alles, was ich tun muss, ist diesen Knopf zu drücken. Na los jetzt, Mandy. Mach schon. Nein. Du traust dich wohl nicht, was, Mandy? Feigling, Angsthase. Es geht nicht darum, dass ich sie nicht anzünden kann, sondern dass ich sie nicht anzünden will. Und es ist mir egal, ob du mich für cool hältst oder nicht. Hilfe! Oh, hör nur! Da ruft jemand um Hilfe. Hilfe! Hilfe! Ich hänge fest! Das kommt von den Klippen. Na los, Norman! Hilfe! Hilfe! Hier oben! Oh, das ist Penny! Was für ein Glück, dass ihr hier seid. Ich hänge fest. Wir müssen sofort Hilfe holen, Norman. Moment mal! Was hast du da in deiner Hand? Eine Leuchtrakete. Was? Aber das ist kein Spielzeug. Die haben wir gefunden. Ich wollte sie eigentlich gerade Feuerwehrmann Sam bringen. Das ist gut. Aber im Moment können wir sie hier besser gebrauchen. Würdest du sie mir bitte hochwerfen, Mandy? Ich? Oh, wird gemacht. Ein super Wurf, Mandy. Wow! Oh, du hopsendes Känguru, wo versteckt sich nur diese Leuchtrakete? Oh, das ist bei den Klippen. Ich rufe sofort Feuerwehrmann Sam. Oh, da hat jemand eine Notleuchtrakete gezündet. Tom hat eine Leuchtrakete gesichtet, Sam. Und zwar bei den Klippen. Ihr erwartet euch dort mit dem Hubschrauber. Und los geht's. Oh, gut, da kommt Tom mit dem Hubschrauber. Und da kommt ja auch Sam. Keine Sorge, Mandy. Wir retten sie schon. Tom, lass die Rettungsschlaufe runter. Kein Problem, Sam. Rettungsschlaufe kommt sofort. Ist gut, Tom. Hoch damit. Schön langsam. Alles klar. Gemacht, Sam. Oh, gut, dass ihr die Leuchtrakete gefunden habt. Und gut, dass du sie nicht vorher gezündet hast, Mandy. Herzlichen Glückwunsch, Mandy. Du bist eine Heldin. Oh, aber ich habe von Anfang an gesagt, dass wir die Leuchtrakete nicht abfeuern sollen. Wisst ihr, so eine Leuchtrakete ist kein Spielzeug. Ich verstehe immer noch nicht, wie diese Leuchtrakete auf die Wiese gekommen ist. Das ist wirklich merkwürdig, Tom. Das ist des Rätsels Lösung, Tom. Butler nimmt sich eben einfach, was er will. Denn er ist Tim Brandt, ja Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not.